Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 67 und wir sind in Tanaris. Zum Glück habt ihr den Weg nicht mitbekommen, der war nämlich übel lahm. Jetzt haben wir hier, ich habe noch keine Quest angegeben. Hier kann man ein Ei aus abgeben von Iomat. Ich meine, Moment, aus Feralas. Hier liegt irgendwo so ein komisches Ei rum, das kann man dann abgeben. Ich nehme jetzt erstmal alle Quests an, ich wollte Kisten sagen, weil ich gerade Kisten gelesen habe. Und ich habe mal Bartender runtergeschmissen. Und habe. Oh, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Anderes Addon drauf getan. Bartender hat ein bisschen rumgespackt. Hier habe ich zwar auch keine EP-Leiste, aber ich muss gerade gucken, wie es heißt. Dominus. Heißt das. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube nicht mehr. Aber dafür gibt es noch Bartender. Bartender wurde immer weiter und weiter verbessert, aber da jetzt mit Bartender kann ich keine Größen oder so einstellen. Finde ich etwas blöd. So, und da oben ist auch noch eine vom Berg und gehen wir erstmal die hier vorne ab. Bleib gut drauf. Noch eine. Ist schön, dass ich helfen konnte. Das kann ich in welchem. Ach, 40 bis 50. Oh. Die 5 Level kriegen wir locker hin. Was liegt an? So, jetzt haben wir alle Quests angenommen. Hinten ist ein, nee, da hinten ist auch noch eine Quest. Steckbrief. Wo ist der Steckbrief denn? Ich bin schon vorbeigelaufen. Da! Eben der Tiger gesucht. Okay, und okay. Ah, okay, hier ist in der neuen WoW-Version. Also, kurz sagen, was ist das? Ist hier auch eine Arena drin zum Kämpfen. Aber hier noch nicht. Wir kommen uns schon angucken. Und hier sind Händler für PvP. Hier gibt es die Steinchen. Und hier. Für 70 Waffen. Hier müssen ist das. Ja, genau hier. Ist quasi das. T6 für PvP, sag ich mal. Weiß gar nicht, welches PvP-Set das ist. Oder Season. Ich glaube 3. Na, da nicht so sicher. Ich habe nicht so viel PvP gespielt. Ich fand es zwar schon mal eine nette Abwechslung, aber war jetzt nicht so meins, sag ich mal. So. Aber da wir 45 sind, ist es ganz gut, weil mit 40 ist das hier ultra schwer. Ich hätte ja auch noch mal Lust, eventuell versuchen nach Tanaris zu kommen. Nicht Tanaris. Hier ist eine Schlucht, aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, das könnte irgendwie nicht funktionieren. Wir sind ja damals mit 43 rüber. Und da konnte ich keine Quest annehmen. Mittlerweile geht das bestimmt, aber wie gesagt, ich will nicht umsonst schon wieder sauber tingeln. Was soll ich machen? Ach, da hinten. Ah, okay, da ist das komische Wasserloch mit der Wasserprobe. Und ich habe ein Taschenaddon mittlerweile drauf gemacht. Das ist auch ganz praktisch. Ich finde es zwar, es sieht noch ein bisschen unordentlich aus, alles mit den Taschen, aber gut. Ich würde sagen, gibt es Schlimmeres.
Jetzt schnell weg, weil... Oh, okay. Ich dachte, ich hatte immer schwieriger im Kopf. Echt? Habe ich... ich nicht noch andere mit meinem Schuss da? Mal gucken. Nö. Unseren Aslan heilen. Was auch hier schön ist, dass das, was aktiv ist oder so, markiert in der Liste ist. So, wir haben auch bald schon wieder Level Up. Sonst hier noch was? Nö. Abgeben und dann nach hinten durchs Land. Hier sind nicht die Piraten, die Banditen sind da. Und hier... hier sind die Piraten. Wacht nur noch ein, zwei Quests ab. Dann können wir da nämlich die Piraten killen. Das ist auch ganz cool, finde ich. Obwohl er immer recht viel aufeinander hockt. Aber ein Freund von mir, der hatte ja angefangen zu spielen hier. Da hatte ich auch gesagt, ich so... findest du auch, dass hier mehr Gegner sind als sonst? Meinte, nö, es ist eigentlich wie immer. Das einzige, gesagt habe, was anders ist, ist die Respawn-Zeit. Aber das hatte ich auch schon erzählt. Dass die runtergesetzt ist. Oder hoch, wie man es nimmt. Auf jeden Fall kommen die Gegner schneller. Aber das finde ich jetzt nicht so tragisch. Und man sieht dann hier, wie viele Pfeile ich noch im Köcher habe. Obwohl, das konnte ich auch vorher so sehen. Und ich glaube, die Quests hier, die haben irgendwie alle mit dem Getränk jetzt drin. Ja. Wenn man es auf der Zunge hat, aber nicht rauskommen will. So. Locker Fogger Elixier. Genau. Bleib gut drauf. Ja, müssen wir. Weil ich finde da rein. Wir gehen da lang. Wenn er sich manchmal ein bisschen quer stellt. Wir haben genau 25 Quests angenommen. Guck mal an. Ja, wir gehen dahin. Das sind nämlich die hier auch. Tada! Und auch hier nützt unser... Ach, ich hätte die kirschern können. Ganz vergessen. Oh! Apropos kirschen. Mal gucken. In der Tasche. Ja, aber gut. Farbstoff ist nicht Problem. Die könnten ja problematisch werden. Ich habe nämlich, ich habe zwar einen Schmied, aber der ist mini, mini, mini. Manche Sachen machen mal komische Dinge. Große Fangzähne. Ja. Wir lassen uns mal überraschen. Nein, ich habe die Aufnahme unterbrochen. So, ich hatte gerade die Aufnahme aus Versehen unterbrochen. Ich glaube nicht lange. Naja, gut. Kann passieren. Nicht schlimm. So, hier müsste irgendwo der... rumlaufen. Ich finde es mal toll, dass das denn hier irgendwo angezeigt ist, aber man nichts sieht. Was ist das? Ist er.
das denn? Ein Schurke. So, das finde ich mal toll am Jäger. Zack, bumm, ist eine Falle. So, die erste schwierige Kraftquest haben wir hinter uns gebracht. Ich hab da eben schon mal einen Schurken getötet, oder? Jeweils komisch. Hat gucken. Sucht. Wie heißt die Quest? Oh, yeah. Ach, Wasserbeutel. Okay. Kann sagen. Ich habe doch schon mal Schild gekillt. Ganz verblüfft. Das funktioniert heute mit der Zusammenschnipsel dieser Folge. Ich bin voller Hoffnung. So, und dann zack, auch roter Kreis drum. Sehr schön. Sehr schön. Ach so, okay, die sind einfach jetzt quasi die erste Quest und nachher die Schurken gehören zur zweiten Quest, okay. Also zur Folgequest. Unfair, oder? Und angelaufen, ich kann nicht mehr schießen. Dann dreht er sich um, wenn ich ihn noch nicht schießen, also nicht weiter schießen kann. Okay, er macht's nicht. Ich sehne mich nach dem Aspekt der Reaper. Bäm. GZ und... Ich habe letztens ein Video angeguckt, wo man schnell Geld verdient. Allerdings... Mit dem Hintergrund des Transmoggen. Aber leider gibt es das nicht hier. Oder noch nicht. Leider, leider. Na gut. Das kann ja ein Talentpunkt verteilen. Noch mal erhöht. Tempo und 8%. Da kommt auch eures Tieres. Erhöht euer. Okay. Ist gut. Ah, ich merke noch nichts. Oh, gemütliches Feuer. Okay. Ich dachte, das geht nur bei dem eigenen Feuer. Also wenn man das selber macht. Anscheinend nicht. Und auch die Fallen wie die Fliegen, das gefällt mir. Was Tolles hier bekommen? Nö, jetzt nicht. Ein Kopf habe ich hier. Wo ist er da? Das finde ich sieht ein bisschen fies aus, wenn man so einen Kopf in der Tasche hat. Thank you.
Tasche rumträgt. Oh, Thorium. Für Wasserbeutel haben wir jetzt 6. Ja, 6. Okay, haben wir direkt 2 Quests schon fertig. Wenn wir die dann hier fertig haben. Ne? Ach, das haben wir auch schon fertig. Vorsichtig behandeln. Dieb. Okay, die Diebe müssen wir killen. Brauchen wir noch einen Bandit. Was ist denn der Truhe? Also, aber zum Glück ist mir sehr mit der Aufnahme aufgefallen. Das wäre das für die Katz gewesen. Bandit, da ist ein Bandit. Ups. Die Banditen wollen nicht so wirklich. Banditen, sehr schön. Ah, wir holen uns erst die Box. Mir gerade auffällt, dass wir die Mütze angezeigt haben. Nee, das finde ich doof. Weil das ist ziemlich hässlich, das Ding. Ich weiß noch, ein Bekannter von mir, der damals auch gespielt hatte, der hat immer einen Ork gespielt. Und er meinte, ich bin froh, wenn der einen Helm bekommt, weil das Gesicht ist so hässlich. Jetzt ist es andersrum. Da ist die Kiste furchtbar. Ach, die Kiste, sag ich schon, der Hut furchtbar hässlich. Ein paar Gamaschen. Aber nicht wirklich besser als unsere Gamaschen. Sehr schön. Falsch. Bandit. Okay, holen wir uns den schon mal. Okay, der kommt nicht schnell genug dran. Der arme, ne, unser armer Aslan. So. Noch ein Banditen. Steigen wir mal aufs Pferd. Eigentlich ein Tiger ist. Dieb, Dieb, Bandit. Sehr schön. Kackdiebe hier. Können wir nämlich gleich, wenn wir zurückreiten, oder direkt wieder verkaufen. Das ist ja furchtbar. Mit den Taschen. Ich wollte mir auch unbedingt größere Taschen mal zuschicken. Der letzte ist immer am schwierigsten. Dieb, Dieb, Dieb. Dieb, 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 kein Bandit, Dieb, 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 Bandit, da ist der Bandit, ja. Da hinten noch, ja. Wenn man da welche gefunden hat, dann haufen sie sich, das ist bestimmt auch noch, nee, doch nicht. Hätte man aber denken können, so wie das manchmal hier ist.
Sehr schön. So, haben wir das geschafft, würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst doch ein Abo da und auf Wiedersehen. Tschüss.